Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier in der Use What You Get Challenge von Dark Souls. Wir waren selten so cool gekleidet, oder? Ornsteins Helm, Solers Rüstung und eine Armbrust, die ich nicht benutzen kann. Wunderbar. Wir stehen hier vor dem Artorias Tor, haben Gott sei Dank in der letzten Folge das Artorias Siegel gefunden, um dieses Tor zu öffnen, um jetzt den Finsterwurzgarten zu erledigen. Oder zumindest so zu erledigen, dass ich sage, ich finde jetzt eine Waffe, womit ich mich mal wieder wehren kann. Die komplette letzte Episode sind wir im Pazifistenmodus rumgerannt, weil ich einfach nichts hatte, mit dem ich mich wehren konnte. Und jetzt muss ich erstmal ganz, ganz schnell zur Covenant-Katze durchkommen. Weil sonst habe ich hier nicht nur die ganzen Bäume am Hals, sondern man hört es schon, genau, die ganzen Geister hier. Außerdem, wenn ich hier dem Covenant beitrete, gibt es hier einen neuen Händler. Das ist dann wieder wichtig und spannend. Jo. Ich wollte nochmal gucken, ob er noch hinterherkommt. Hier tut es. Also, ich mache jetzt erstmal kurz Vollgas, bis ich da an dieser... Bin ich schon durchgelaufen? Ich habe mich, glaube ich, verirrt. Weil da hinten ist schon das Tor. Moment, ich bin schon an hier vor. Wow. Aber normalerweise hören die Leute doch auf mitzurennen. Deswegen war ich jetzt gerade so ein kleines bisschen irritiert. Hier ist sie. Yes, das Gott. Is it not so that thou art new? But cometh thee not my alleged traverse of thine own. Well, indeed, I come on. Alvina. Aye, and now. Was gibt's von dir? Außer dem Ring. Oder statt des Rings. And here. Haben wir in letzter Zeit... Oh, da läuft er zurück so. Hey, da ist so ein Typ durchgerannt. Der ist jetzt... Wo ist der hin? Hier ist zwar auch einer, der genauso aussieht, aber ich glaube, der ist nicht feindlich. Okay. Ist dann jetzt schon gleich der Händler hier? Jawohl. Also er steht jetzt hier nur. Er handelt noch nicht, aber er reist dann weiter nach Schandstadt. That's a don't work, great. Don't work, you hunt. Okay, noch gibt's keinen Gegenstand, alles klar. Dann kann ich mich erinnern, ist doch irgendwo hinter dem Turm auf dieser oder auf der anderen Seite eine Truhe. Da, auf der anderen Seite. Das ist echt lustig, weil ich habe im Inventar keine Pfeile, keine Bolzen. Ich habe bislang sowas noch überhaupt nicht gefunden. Und ich glaube erst in der letzten Folge oder vorletzten Folge den ersten Bogen. So viele gibt es ja gar nicht im Spiel, aber das war echt krass. Ich habe so viele Waffen schon wegschmeißen müssen, aber Bögen... Eine Menschlichkeit. Gerne. So, jetzt nehmen wir uns erstmal den vorderen Teil vor. Da, wo die ganzen Geister rumrennen. Und ich habe jetzt wirklich Angst, dass das ziemlich chaotisch wird, weil diese blöden Bäume dann aus der Erde springen und mir hinterher rennen. Und so viel gibt es hier gar nicht, ne? Also jetzt hier an der Kante entlang ist glaube ich, hier irgendwas einzusammeln. Mal sehen. Hier in dem Teil auf jeden Fall nicht. Da vorne ist dann schon gleich das Tor. Okay. Der Pilzsee ist auch erst auf der anderen Seite mit der Truhe in der Mitte, wo es normalerweise die blaue Scholle gibt. Und da sind sie schon. Da, diese Gestrüppe hier direkt über meinem Kopf, das sind die Bäume, von denen ich sprach. Oder Büsche oder, ja. Humanoiden Büsche. Aber dann ist hier echt nur dieses Set da vorne. Oh Gott, da rennen sie schon. Zu dritt, schaut euch das mal an. Oh, das wird übel. Ich habe ja nichts zu verlieren. Ein Finstermondklingenring.
Ist das nicht der Ring, den ich hier von der Katze bekomme? Ich verwechsel ihn immer mit dem Finstermond-Seance-Ring, den ich brauche, um zu Gwendolyn zu kommen. Nee, das ist der. Oh! Oder? Ja, wir können es probieren dann. Wenn sich das Tor lüftet. Was ist denn das hier für eine Stelle? Wenn sich das Tor lüftet Richtung Gwendolyn, dann haben wir, wenn wir mal eine Waffe haben, können wir den Boss dann auch mal umhauen. Finde ich gut. Du wirst sie nicht los, ey. Das ist so krass. Dann liegt hier echt nur dieses Item, weil dann kommen wir hier jetzt zur Brücke und zur Leiter. Zur anderen Seite, da wo die drei Katzen sind. Das wird jetzt, da werde ich jetzt gleich sterben. Aber dort liegt ein großer Seelencontainer oder mittelgroßer Seelencontainer. Aber ich glaube nicht, dass die wahrlich daran interessiert sind, mich loszulassen, wegzulassen. Und die machen so Geräusche wie irgendein Monster aus Quake. So lustig. Doppelmenschlichkeit. Sie kommen gar nicht durch das Gestrüpp durch. Sehr gut. Was ist mit den Bäumen? Oh, oh, ich stürze ab. Pilze, ja. Ja, zu eurem Papas, zu euren beiden Papas. Wo bin ich jetzt? Die sind da vorne. Die müssen wir eigentlich immer auch immer ein bisschen weglocken, weil das dauert, diese Truhe aufzumachen. Ja, genau. Und dann ist man meistens irgendwie, hängt man fest. Aber ist ja kein Problem. Ich komme ja jetzt von der anderen Seite, komme ich jetzt direkt dahin. Kann den Gegenstand einsammeln und hoffentlich mal wieder eine Waffe mitnehmen. Es ist langsam ein bisschen mühselig. Ich möchte mich gern wieder wehren, weil damit kann ich dann auch mal wieder Seelen sammeln. Ich habe schon lange nicht mehr leveln können. Ich habe bisher nur Seelencontainer eingesammelt, aber die brauche ich im Zweifel, um Titanitscherben zu kaufen. Es ist wahrlich ein bisschen holprig zurzeit. Weil die Truhe ist dann, glaube ich, das letzte, eventuell noch hier an der Kante irgendwo, was es hier gibt. Und dann sind wir auch schon wieder draußen. Da hinten. Die Truhe ist ja jetzt auf. Ich kann jetzt schnell rein und schnell wieder weg. Seelencontainer, noch einer. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Aber ich glaube, ich bin durch. Das ist alles nur noch irritierende. Wow. Hier. Wow. Schaut mal. Schaut mal. What the hell? Irritierende leuchtende Blumen. Nichts mehr, was gewinnbringend einsetzbar wäre. Da vorne. Ach, das ist Latorias Tor. Oder als Sifs Tor. Da ist die Brücke, die rüberführt. Ich höre schon wieder Buschtapsen hinter mir. Ne, Leute, dann haben wir hier unsere Pflicht und Schuldigkeit getan. Alles leer. Geräumt. Jo, dann müssen wir uns jetzt überlegen, wo wir noch hingehen können. Ich komme an keinem Boss vorbei. Das heißt, Sif ist hier erstmal tabu. Die Dämonenruinen mit dem Feuerdämon sind tabu, weil dort habe ich auch schon alles eingesammelt. Die Katakomben sind durch. Das Grabmal der Riesen könnte man angehen. Ohne Beleuchtung ein bisschen anstrengend, aber machbar.
Ariamis könnte man machen. Ne, die Puppe habe ich nicht. Oder? Keine Puppe, kein Ariamis. Die Archive. Puh. Die Archive und die Bewaffnung ist noch das denkbar dümmste mit den ganzen Crystal Hollows, die dort da rumlungern. Dann. Lass ich mal kurz die Kohlen abgeben. Gemeinde der Untoten. Theo tingelt hier gerade irgendwo rum. Noch eine? Ich brauche halt echt immer noch die große Glut. Nee, alles klar. Ja, also. Dann probieren wir es, dass ich hier beim Durchrennen irgendwas finde, was hilfreich ist. Ich kann ja nicht weiter bis zu Nito. Ich könnte schon, aber ihn zu bekämpfen gerade auch Blödsinn, weil ich kann mich nicht wehren. Aber zumindest auf dem Weg hoffen, dass ich in der Dunkelheit irgendwas finde, womit ich anfangen kann, wieder mich zu wehren. Schön in Schlangenlinien laufen. Zwei, drei weniger hier unten. Wäre ein bisschen weniger frustig. Okay. Jetzt ist es mal wieder soweit, Leute. Es geht hier hinab in die Dunkelheit, ohne irgendeine Form von Beleuchtung. Uha. Das erste Leuchtfeuer wäre jetzt dann mal... Oh Gott, das ist echt so finster. Und vom ersten Leuchtfeuer aus... Die Augen, ey. Ja, wenn wir nur zu Patches erstmal kommen. Ah, das ist ja das Ding, ja. Genau, ich werde jetzt beinahe abgestürzt. Oh, yo, ey, ihr seid aber gewissenhaft heute. Ich versuche gerade einen besseren Weg zu finden. Och. Ja, nein. Der Klassiker wieder. Nicht hingesetzt. Ich kann mir schon vorstellen, wie er ständig schreit. Daniel, setz dich doch noch kurz hin. Das Teleportieren reicht nicht. Wenn das jetzt echt nicht erfolgsversprechend ist, dann wird es halt doch das Archiv. Obwohl das halt auch doof ist, weil ich kann dann hinter den beiden Wildschweinen das Leuchtfeuer nicht aktivieren, weil die beiden Wildschweine dann da sind. Oh doch, durch den Saving Quit, dann stehen sie wieder resettet an ihrer Startstelle und dann kann ich das Leuchtfeuer da direkt vor dem Aufzug aktivieren. Aber dann wird das ein ordentliches Durchgerenne an den ganzen
Channelers vorbei, an den ganzen Crystal Hollows vorbei, die dann auch noch schön gebufft sind. Juhu! Hier ist doch auch noch dieses Item hier unter mir. Da. Katharina-Helm. Rüstungsteile bringen mir gerade überhaupt nichts, danke. Es ist zumindest ein bisschen leichter und sieht ähnlich dämlich aus. Was ist das da? Oh, stimmt, das ist... Ach, ja! Ich bin gerade hier. Stärkt Zauberbarriere. Und hier sind auch Skellies, oder? Ja. Nein. Aber von dort, wo ich jetzt gerade war, komme ich in diesen Raum mit den 5-6 Skellies, wo die göttliche oder eine der heiligen Gluten ist. Aber so habe ich mir das jetzt auch vorgestellt mit dem Einsammeln. Das ist so ein Durchsterben zu einem hoffentlichen Erfolg. Ja, das, man merkt jetzt, wir haben ja in der vorherigen oder vor zwei Episoden haben wir ja so viele Waffen gefunden, die alle wegwerfen müssen. Insgesamt 5 oder 6 Stück, und man merkt jetzt langsam, geht dem Spiel das Arsenal aus. So, und jetzt hier muss ich nur an den beiden vorbeikommen, genau. Wo ist denn die Leiter? Hier. Oh. Guckt mal ein bisschen. Ich wollte nur kurz gucken, wo die Leiter ist. Es ist echt finster bei euch. So. Aber ich muss gleich nochmal zu euch runter. Puh. Ich weiß, es ist auch echt nicht schön anzugucken, weil man beim Videoschauen echt es gerne hell möchte. Aber es tut mir leid, es geht leider nicht anders. Noch ein Rüstungsteil. Hexenrock. Hä? Ah. Hexenrock. Es wird immer besser hier mit dem Outfit. Au. Okay. Ein teilschlimmes Gebiet erledigt. Das Schlimme kommt erst noch. Hier geht's jetzt hoch. Aber wo war denn der Raum mit den... Ja, hier bin ich wieder zurück. Titanitfangstab. Oh. Na also. Tolle Waffe. Ich lieb das Ding. Ein seltener Drop tatsächlich. Ja, wunderbar. Okay. Puh. Raus hier. Jetzt aber raus hier. Der wird jetzt gelevelt. Und dann kann ich dir eine Kohle geben? Eine von denen, die ich habe? hast du eigentlich... Oh, du hast große Scherben. Davon habe ich 16 Stück. Ich brauche die kleine. Der hat die Schädellaterne. Ah. Ich habe mir geschrieben, dass, glaube ich, 2 Händler beide Schädellaternen haben. Das wäre natürlich doof. Ziemlich doof. Gemeinde der Untoten. Und dann bringen wir das Ding zumindest auf plus 5.
Dafür brauche ich einen Tausi. Wie viele Steine, kleine habe ich denn? Moment, vielleicht muss ich noch neue kaufen. Ich glaube, dass ich noch neue kaufen muss. Eine habe ich, okay. Also ich brauche mehr als das. Jetzt muss ich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber das habe ich ja. Ich fange mal mit dem Kleinkuscht an. Einmal mehr bin ich jetzt echt traurig darüber, dass Fremd mir sauer ist. Weil ich habe jetzt auch viele Goldmünzen und Silbermünzen dabei. Die könnte ich echt eigentlich gewinnbringend bei ihm verschachern. Aber auch nur bei ihm. Aber er will ja nicht. Okay. Oh, ich hoffe, das Ding braucht nicht Funkeltitanit. Das könnte sein, dass es Funkeltitanit braucht. Ja. Aber wenigstens auf plus 3 kann ich ihn bringen. Das ist gut. Ich brauche noch einen Container. Das ist jetzt mal eine ordentliche Bewaffnung. Hast du Funkeltitanit? Hat Vamos Funkeltitanit? Oder der Riesenschmied? Ich muss eh nach Anor-Londo. Mal kurz noch bei Vamos vorbei. Das neue exklusive Remastered Leuchtfeuer. Die beste Idee in dieser Remastered-Version. Da unten hat wirklich eins gefehlt. Weil ich hätte, glaube ich, das Geld. Mir so ein... Ja, je nachdem, was die kosten. So Funkeltitanit. Bei den Händlern. Nee, er hat auch keins. Alles klar. Aber dann gehen wir nach Anor-Londo. Hoffen, dass der Ring der ist, den ich brauche. Gucken noch kurz beim Riesenschmied vorbei. Und legen uns dann mit Gwendolyn an. Das ist der beste Benchmark-Boss für die Waffe. Weil es ist. Ist das Ding so schwer oder warum? Das Moveset ist gerade so ein bisschen komisch. Ich habe ihn schon lange nicht mehr geführt, aber es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Waffe. Ich weiß nicht warum, auch wenn es überhaupt nicht so mein Waffenset oder mein Moveset entspricht, aber ich habe, wenn ich ihn gefunden habe, habe ich mich immer sehr gefreut. Es gibt auch in Dark Souls 2 eine ähnliche Waffe, das ist die Bosswaffe von den Gargoyles. Auch so eine Art Speer, die der vorne. Ja, das ist doch okay. Leute, ich kann mich wieder wehren. Ihr wisst gar nicht, wie schön sich das anfühlt, nach jetzt 2,5 Episoden durchrennen. Und lasst mich alle in Ruhe, bitte. Ist das jetzt echt sehr angenehm. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, wo es Funkeltitanit gibt, wenn ich überhaupt schon überhaupt mal einen Händler gefunden habe in der Vergangenheit, der Funkeltitanit überhaupt verkauft. Gegenstand kaufen. Steine. Nein, auch nicht. Schaut mal, der verlangt viel weniger Geld dafür. Dann nehme ich die jetzt mal alle mit. Dann komme ich immer hierher. Das ist ein bisschen längerer Laufweg als zu André, aber hallo, das ist ja echt nur ein... Oh, da ist die zweite, ja. das ist viel weniger Weg. Geld. Weil André braucht, glaube ich, 500, verlangt 500. Die kosten normalerweise, glaube ich, 800 oder 900 im Vanilla-Spiel. Deswegen waren die 500 schon ein guter Deal. Aber 100? Och, ich hätte mir so viel sparen können. Das Schöne ist, hinter Gwendolyn ist auch
sind ein oder zwei Truhen. Und unten im Raum, das bevor ich jetzt den Aufzug runterlasse, ich habe zwar noch keine Puppe, aber... Ah, lohnt sich das da durchzurennen? Während ich die ganzen Gemälde... Ja, komm. Ich kann mich ja jetzt wehren. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, dass ich jetzt wieder was habe, wo ich Schaden verursachen kann. Deswegen kämpfen wir uns kurz durch die Gemälde. Wächter hier durch, um den... Habe ich den Kronleuchter überhaupt runtergelassen? Der hängt noch. Okay, das ist blöd. Den habe ich echt. Da muss ich echt nochmal den kompletten Umweg gehen. Das ist geil bei diesem. Der hat halt. Die Riesen-Range ist halt so wunderbar. Man regt sich beim Kampf gegen Titanit-Dämonen immer auf, dass die so eine Riesenreichweite haben. Aber wenn man selbst mal diese Waffe schwingen darf, dann merkt man erst, warum das so cool ist. Hat nicht gereicht. Das hat gereicht. Zauberei und eine Pyromantie. Ihr mit euren Wurfmessern hier. Ich habe schon gegen euch gekämpft. Oben, da wo ich jetzt auch nochmal hin will. Deswegen sammle ich das Zeug jetzt nicht ein. Ich will meinen Stab hier nicht verlieren. Auf gar keinen Fall. So. Die anderen, ihr bleibt da, wo ihr seid. Ihr seht mich nicht, habt mich nicht gehört, habt mich nicht gerochen. Ich bin wieder weg. Jetzt gehen wir erst zu Gwendolyn. Oh. Ja, ich weiß noch, ich glaube, ich bin da oben deswegen rumgerannt, weil ich auch da einen Moment hatte, wo ich mich nicht wehren konnte. Ne? Ich hatte keine Waffe, die ich führen konnte. Und dann habe ich, glaube ich, in der Panik oder in dem Stress, diesen ganzen Gemäldewächtern da oben aus dem Weg zu gehen und sie abstürzen zu lassen, vergessen, den Kronleuchter runterzuholen. Das ist die große Zauberwaffe, glaube ich, ne? Die dann da normalerweise liegt. Falsche Richtung. Jo, falsche Richtung. Wie oft passiert euch das? Wobei, komme ich von hinten? Nein, komme ich nicht, ne? Nee. Ich könnte jetzt noch, aber nee. Ich aktiviere erstmal kurz das Leuchtfeuer da unten. Dann weniger laufig. Dann lassen wir den Aufzug nochmal hoch und holen uns den Gegenstand. Ich schiebe den Boss noch ein bisschen vor mir her. Ja. Ich gucke jetzt erstmal, ob es überhaupt der richtige Ring war. Ich trage ihn schon, ne? Ja. Aber hieß der nicht Finstermond-Seance-Ring, um hier reinzukommen? Und sah der nicht ein bisschen anders aus? Ich bin mir sicher, dass ich nicht den richtigen Ring habe. Ja, eben. Da steht zwar nur irgendwas mit Wendolin, aber es ist nicht dieser Ring. Ja, nee. Das hat nur mit dem Covenant zu tun. Den Finstermond-Seance-Ring. Den man normalerweise in den Katakomben findet, auf halbem Weg nach unten, in so einem langen Flur, wo ein großes Skelly durch die Decke bricht. Und da liegt er am Ende des Ganges, haha, nicht in den, in einem Sarg. Da waren wir überall schon und haben ihn natürlich nicht gefunden, ist klar. Okay, dann hoch und dann holen wir uns den Kronleuchter noch. Hier richtig? Ich glaube ja. So, Jungs, jetzt wird's lustig, weil jetzt kann ich hier in aller Ruhe, kann ich jetzt hier entlang. Ich muss nicht komplett durch. Ich muss nur den Gegenstand runterschlagen. Und dann können wir... Wie viele Homeward Bones habe ich eigentlich noch? Da müsste ich eigentlich auch mal mich dran erinnern, welcher Händler die Dinger verkauft. 5 Stück noch. Es ist ja nur eine Bequemlichkeit, ne? Aber im Zweifel
Tja, versuch das mal weg zu Panic Rollen. Hey. Zum Rock sehe ich meine Füße nicht. Das ist aber auch echt so eine sadistische Stelle, ey. Ich meine, wenn selbst die KI das nicht hinbekommt, hier gescheit zu manövrieren, da hätte sich doch From Software gedenken können, dass es dem Spieler ähnlich geht. Komm ich zurück? Ja, ich komme. Nee, ich komme nicht zurück. Ich kann nicht da zurückspringen. Okay. Also ein Homeward Bone. Aber dieses Item, schreibt mir das mal bitte auf. Ihr seid ja echt so gewissenhaft und habt mir schon Listen geschrieben, wo noch Items liegen, die wir vielleicht vergessen haben oder die ich vergessen habe oder die ich bewusst liegen lassen habe, um sie später zu holen. Jetzt würde ich mir, glaube ich, erstmal sagen, ich öffne zwei Sackgassen, die von dicken Bossen gerade bewacht werden und deswegen Sackgassen sind. Bevor ich jetzt hier das Item einsammle und im Zweifel meinen Superstab hier wieder verliere, werde ich, genau, den Feuerdämon in den Dämonenruinen umhauen. Und nicht nur ihn, dann mit Solaire zusammen auch den Tausendfußdämon und dann können wir wenigstens dort weitermachen. Und mir fällt auch gerade ein, im Zweifel, wenn wirklich gar nichts mehr ist, können wir immer noch von unten aus dem Schandstadt-Sumpf rückwärts bis zum Schandstadt-Tor. Wir können es zwar nicht öffnen, aber bis dorthin können wir uns durchkämpfen. Und dort liegen so viele Items, das ließe sich auch noch machen. Aber das Sinnvollste jetzt ist, wo wir wieder uns bewaffnet haben, den Feuerdämon umzuhauen. Das könnte jetzt ein Weilchen dauern und es könnte ein bisschen schmerzhaft werden. Ich habe es schon mal erwähnt, weil der Typ ist super simpel, wie alle drei Asyldämonen. Also Asyldämon, Streunerdämon und Feuerdämon. Copy-Paste, andere Farbe drauf, ein bisschen neue Techniken und fertig. Sehr billig. ist bei ihm, er ist echt super simpel. Aber wenn er es irgendwie, weil er so feige ist und ständig nach hinten wegspringt, irgendwie hinbekommt, nach hinten wegzuspringen und in der Ecke zu sitzen und man dann nicht an ihm vorbei oder geschweige denn hinter ihm kommt, dann wird es lästig, weil der Aerial of Effect vor ihm lässt einen kaum an ihn ran. Und wenn man dann Abstand sucht, dann fängt er ja an, mit seinem großen Hammer immer drauf zu dreschen. Und du kommst dann aus der Offensive in die Defensive und kannst eigentlich gar nichts mehr machen. Und dann zieht sich das oder wird lästig. Oder es kann auch sein, dass er mich mit meinem aktuellen Lebensbalken eventuell one-shottet mit seiner Magie-Explosion. Das wäre auch nicht cool. Aber jetzt schauen wir mal. Ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, dass es was wird. Es liegt daran, dass ich mich jetzt endlich mal wieder wehren kann. Aber plus 5 ist halt hier unten auch unangebracht. Hier sollte man eigentlich schon eher Richtung plus 10 unterwegs sein. Und die verdammte große Glut ist immer noch irgendwo. Verfolgst du mich eigentlich? Nein? Gut. Sollte ich mich menschlich machen und hier noch... Ah, nee, erst nach dem Boss... Na, wenn der Boss nicht mehr da ist, dann ist auch... Ach, wie heißt er hier? Der Invader. Der gibt so viel Seelen. Aber der lässt mich dann auch eventuell mit einer neuen Waffe zurück. Ist auch blöd. Schwere Entscheidung. Kirk? Das ist Kirk, der hier... Es sind ja mehrere NPCs, die mehrfach ein Heim suchen. Ich weiß, ich und Namen in Dark Souls. Ein bisschen peinlich, aber... Es sind so viele Namen. Sie sind hier wenigstens nicht so... gleichklingend wie in Elden Ring. Oh Gott, Margit. Melania. Melina.
Jungs, alles gut. Ja, das wird dauern. Oh, andersrum, weil sonst trifft er mich immer mit dem Hammerkopf. Oder ich bleib vor ihm. Ja. Oh. Nein, bleib ich nicht. Das ist das, was ich meinte, wenn er nach hinten springt und dann solche Schwünge macht, ganz schnell. Ultra gefährlich. Muss immer schauen, dass man ihn irgendwie immer in der Mitte des Raumes lässt. Ja, ja, das ist okay. Oh nein. Ui. Da ist jetzt der Baum links. Oi, was war das für eine Hitbox? Die war ein bisschen Bullshit. Das ist jetzt ein Problem. Dem Griff. Oh, bin zu schnell, zu nah dran. Okay. Das lief jetzt Gott sei Dank ganz flüssig. Ein paar Estus verballert, aber das ging. Ging ganz gut. Menschlichkeit. Soll ich das einsammeln? Wir sammeln es ein. Großer Seelencontainer, okay. Ich gehe jetzt eigentlich noch nach oben, um den Aufzug zu aktivieren, Richtung Kelaks Schwester, aber ich werde erst ganz kurz das Leuchtfeuer hier unten nutzen, um mich kurz hinzusetzen und die Seelen zu investieren. Aufsteigen. So, Vitalität. Und wenn wir schon hier unten sind. Okay. Solaires Questlinie haben wir ja insofern. Hier unten liegt auch noch ein Item, wenn ich es nicht schon eingesetzt habe. Nee, habe ich nicht. Ich bin ja nicht am Feuerdämon vorbei. Aber das wird jetzt alles erstmal links liegen gelassen. Solaires Quest. Kann ich ihn mitnehmen? Es würde es echt ein bisschen vereinfachen und beschleunigen. Ja. Mir geht es hier nicht darum, dass ich nicht alleine gegen den 1000-Fuß-Dämon kämpfen könnte. Das wäre überhaupt kein Thema. Aber es ist, wie gesagt, eine 5er-Waffe und es geht mir jetzt hier auch in dieser Challenge nicht darum, hier No-Hit alleine durch dieses Spiel zu kommen. Sondern hier ist die Challenge woanders. Deswegen dürft ihr es mir bitte nachsehen, dass ich jetzt hier KI-Hilfe beschwöre. Das kann trotzdem einfach auch böse nach hinten losgehen. Die KI von dem 1000-Fuß-Dämon ist so dämlich. Der kann auch manchmal einfach Ewigkeiten blöd im Lavasee rumstehen. Und ich habe keine Handhabe. Das ist... Also ich mag diesen Boss überhaupt nicht. Der ist irgendwie voll strange. Er kann sich höchstens hier mit seinen Blitzzaubern, seinen Wundern wehren. Aus der Entfernung. Macht er aber so selten. Ach komm, jetzt hör auf. Da, seht ihr das? Stundenlang haut er da jetzt mit seiner Faust
Ja, cool. Und das ist ein Kampf, der macht Spaß. Yay. So lange habe ich das jetzt aber auch noch nie erlebt. Oh, jetzt endlich! Also es ist echt kein gut designter Boss. Man hat wenig Platz, deswegen ist die Kamera ja auch so mies. Wegen dem Nebeltor hier gleich. Er steht ständig in der Lava. Man sieht nicht viel. Es ist irgendwie eine merkwürdige Hitbox. Also es ist kein schön zu spielender Kampf und kein schön anzuschauender Kampf, oder? Also es lag jetzt auch daran, dass der gesamte Auftakt dieses Kampfes halt einfach, der ist nicht gekommen. Das ist so. Hm. Das war jetzt ein super Paradebeispiel dafür, wie der 1000-Fuß-Dämon keinen Spaß macht. Wenn er überhaupt Spaß macht. Oh ja, ich brauche jetzt aber hier eher 10 Estus. Wenn das nochmal so läuft, dann kindeln wir das hier mal noch. Ich habe zwar das Recht, jetzt mittlerweile sogar auf 20 zu gehen, aber das ist dann doch ein bisschen übertrieben. Weil der Schaden, also ich merke jetzt gerade, also mit plus 5 und diesem Ding, wobei plus 5 ist es ja gar nicht, der ist ja, es ist eine Funkelwaffe. Das heißt, da kann man mit anderem Maßstab muss man da rangehen und nicht sagen, es ist plus 5. Also ich habe jetzt hier 2-3 Stufen, also es ist ungefähr in der Mitte des Maximums aufgelevelt. Man kommt hier ganz gut klar damit, muss ich sagen. Kann man nicht meckern. Und jetzt bitte ein kleines bisschen kooperativer, ne? Es gibt auch Momente, wo Solaire tatsächlich in die Lava läuft und auch mit seinen Blitzzaubern ein bisschen mehr hantiert. Das hat er jetzt auch nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil er ständig weggestoßen worden ist vom Boss. Oh, er kommt gleich rein? Nein. Ja! Das war die Grab Attack. Er hat eigentlich auf mich gezielt, oder? Zurückspringen. Hier geblieben. So, das Schlimmste ist passiert. Ich habe ihm das Ärmchen abgeschlagen. Das macht ihn noch ein bisschen weniger gefährlich. Wir kriegen den Riesenhelm und den Prismastein. Riesenhelm ziehe ich dann an. Bei Zeiten. Ja, ich hab's gesehen, aber ich bin gerade aus der Rolle raus und wollte nochmal rollen. Oh, bitte nicht, manch mich nicht weg. Danke. Größere Feind hier ist echt die Kamera. Aber das war's für dich. Riesenhelm. Halt, was bekomme ich noch vielleicht? Danke, Solaire. Menschlichkeit, Heimkehrknochen, Sonnenlichtmedaille. Und jetzt ziehen wir den Riesenhelm an. Noch schwerer. Aber der sieht es wenigstens nicht mehr so. Das sieht viel besser und passt viel besser zur Solaire-Rüstung. Oder? Ja.
Also, auch hier in der Arena liegt noch ein Item. Aber, oh ja, und das hier noch, genau. Jetzt aktivieren wir erstmal den Aufzug. Und ich werde die 44.000 seelenlos. Kondition, Stärke, Geschicklichkeit. So. Ich muss mir nur überlegen, ob ich dann sonst noch irgendwo. Ja, natürlich. Sif. Der dürfte ganz schnell zu einem Papi werden mit der Waffe. Dann werden wir jetzt nochmal in den Finsterwurzgarten. Und dieses Ende der Spielwelt abhaken. Hinter Sif geht's nicht weiter. So. Was hast du eigentlich? Nur die Liste der Diener. Ihr seht jetzt, wo mal wieder eine Waffe in der Hand liegt und die auch noch richtig gut ist, dann fängt der Flow wieder an. hinsetzen. Es ist halt lustig, wie sehr wir um den unteren Bereich der Stadt der Untoten hier noch rumtingeln und Ziegendämon und Untiefen, Klaffdrache, weil wir nach wie vor keinen Schlüssel haben, um da runterzukommen. Das ist halt auch noch echt ein riesengroßer Bereich mit wahnsinnig vielen Sachen, die da rumliegen. So, ich werde jetzt erstmal dann quasi dort vorne an dem Leuchtfeuer rasten, aber es nicht kindeln und auf plus 10 bringen, weil ich habe ja jetzt gerade aktuell 10. Und die Menschlichkeit opfere ich jetzt erstmal nicht. Ich werde dann im Zweifel vielleicht zwei Menschlichkeiten opfern, um bei einem Scheitern bei Sif. Aber ich glaube ja nicht. Ich mag den Kampf gegen Sif. Ich habe auch eine ordentliche Rolle, das geht schon. Der Schaden ist der Hammer. Ich werde auch vor allen Dingen nicht häufig daneben schlagen müssen. Weil die Waffe halt, die ist ideal für Sif. Hi Theo, kommst du auch? Na? Ich erschlage gleich einen süßen Hund. Der ist sehr plüschig und süß. Fast so süß wie du. Ne? Aber du darfst da nicht hingucken. Vor allem verspreche ich, dass ich es schnell machen werde. Wenn es darum geht, dass er ja einer der Bosse ist in From Software Spielen und in der Spielegeschichte überhaupt, der schwächer wird, je näher er dem Tod kommt. Und dieser tragische Moment, wo er dann anfängt zu humpeln, als ich das erste Mal gesehen habe, zusammen mit dieser Musik und ah, das tut echt weh. Es schmerzt immens. Das letzte Viertel im Kampf. Und das versuche ich immer möglichst schnell zu machen. Sif ist so eine unfassbar tragische Figur, aber so toll quasi mit seinem Herrchen zusammen diese Geschichte mit dem Abgrund schreiten und Manus und wie Artorias Sif beschützt hat im Kampf gegen Manus und dadurch so stark verletzt wurde, dass er seine Schildhand nicht mehr verwenden kann. Und deswegen aber immer noch ziemlich heftiger Schwertkämpfer ist. Also das, dass er etwas gehandicapt ist, wischt er mit einem schon auch ordentlich den Boden auf, ne? Wir alle wissen's. Wie wir schon ein paar Mal gegen Sif gekämpft haben und den ein oder anderen Fluch vielleicht geschrien haben.
Aber ein grandioser Kampf. Ich liebe den Kampf gegen der DLC. Den können wir noch nicht betreten. Nein, wir haben das Amulett noch nicht. Und die Hydra lebt ja auch noch. Die wäre jetzt eventuell auch nochmal dann ein Kandidat. Ein ziemlich guter sogar. Wenn wir schon mal hier in der Gegend sind, ne? Der Hornissenring hinten dran, der bleibt erstmal liegen. Und wir lassen die Zwischensequenz gerne laufen. Ich habe zwar gesagt, das ist jetzt in diesem Run nicht wichtig, aber so die ein oder andere, die ist halt dann doch schon. Und ich finde auch in der Remastered-Version sieht das Fell, Entschuldigung, beschissen aus. Ich weiß nicht, hier haben sie mit den hoch aufgelösten Texturen irgendwie Müll gemacht. Das Fell ist in der Originalversion viel fluffiger. Das hier sieht es einfach aus, als ob da drei Schichten der gleichen Textur übereinander gelegt worden sind und das kommt nicht gut rüber. Okay, ich war eigentlich schon hinter dran, aber ist okay. Himmel. Kämpfe voll falsch gegen ihn. Aber so richtig falsch. Boah, der ist aber heute auch jumpy, ey. Aber ich treffe halt wirklich jedes Mal. Das ist mit dieser Waffe halt ein Träumchen, ey. Oh Gott, jetzt habe ich keine Ausdauer. Ah, danke. Ja, den sehe ich nie kommen, wenn er dann so auf einen zustürmt. Also hatte ich es nicht erwartet, weil ich so nah dran war. So. Wächterseele. Menschlichkeit, Heimkehrknochen. Banditenstulpen. Die sind hier. Okay, dann nutzen wir den Heimkehrknochen. Ich finde es so gut, dass der Randomizer, vielleicht war es Zufall, aber vielleicht ist es auch gewollt, dass er mir hier tatsächlich einen Heimkehrknochen gibt, wie es im normalen Spiel ja auch der Fall ist. Des Komforts halber. Aufsteigen, jetzt machen wir hier die 20 voll. Die Wächterseele. Die können wir eigentlich auch. Jetzt nutze ich das mal, um mir meinen kleinen Boost zu verpassen. Ja, noch die andere. Kleiner Boost, ist wirklich ein kleiner Boost. Die bringt eigentlich gar nicht viel, ne? Wendedienst. Doch, ui, ui. Okay, dann sind wir hier auf der richtigen Seite. Können mal noch die Hydra probieren. Als kleine Zugabe. Also wenn ich die Bäume hier mit einem Schlag schon umhau. Himmel.
Und die Reichweite hilft bei den Köpfen der Hydra natürlich auch super. Also wenn ich jetzt mal dann. Boah, Reels. Ah, du, ja. Komm her. Blonk. Gott, darf Gott sei Dank mein Schild auch schon eine ganze Weile behalten. Das ist echt sehr nett. Ein toller Schild. Ja, da unten jetzt ein kleines bisschen wieder gewissenhaft. Erst vorher die vier Kristallgolems umhauen, damit ich mich in Ruhe um die Hydra-Köpfe kümmern kann. Ich weiß zwar, dass ihr Gespucke auch die Golems zerstört. Ich frage mich nur, ist das auch so mit ihren Kopfstößen? Ich will es gar nicht herausfinden, weil man muss ja da auf so viel achten, dass man da lieber die Ruhe hat und die Burschen hier im Vorfeld umhaut. Und ich glaube, auch hier ist meine neue liebgewonnene Waffe das Maß aller Dinge. Wisst ihr noch, wie das letzte Mal, was hatte ich da, die Claymore, ne? Und dann bis auf den letzten Kopf, und dann hatte ich allerdings nichts, was ich irgendwie aus der Entfernung hätte benutzen können. Und erst als wir wieder gegangen sind und ich die Dreharbeiten beendet habe, ist mir eingefallen, ich hätte ja vielleicht noch mit Wurfbomben was erreichen können. Mit dem Rumpf, oder halt, wenn der letzte Kopf dann quasi angeflogen kommt und losstößt, dass man dann in die Richtung grob zielt und so auf den Kopf wirft und mit der Explosion dann ein bisschen Schaden verursacht. Das geht auch. Da habe ich allerdings zu spät dran gedacht. Ich muss dann jetzt gleich mal gucken, wie viel Feuerbomben ich im Arsenal habe. Vielleicht habe ich auch schwarze Feuerbomben. Die kommen jetzt dann sowieso aufs... Nee. Und auch nur 6 Stück. Hm. Make it count. So, Jungs, wollt ihr? Danke. Ja, lass ich ruhig kaputt spucken. Der ist hinüber. Jetzt nur noch du. Ui. Ja, es ist immer ein bisschen schwer zu sehen, ob die durchkommen oder nicht. Ob sie an Bäumen oder sowas hängen bleiben. Und das Spratzen ist ja auch immer noch so ein kleiner Aerial of Effect. Aber die beiden hat er jetzt gut weggestrahlt. So, jetzt nur noch schnell lebend hinkommen. Voilà. Gut. Lass uns kämpfen. 2 Schläge. Ah, sauber. Na komm. Ein warmes Messer durch Butter. Das könnte jetzt reichen, tatsächlich, ohne jeden Kopf abzuschlagen. Die Schaden, die ich mache, schaut mal. Ein Träumchen. Muss ich sie ein bisschen nach links drehen. Ja, kann ich hier noch? Ja. Jawohl. Einer noch. Ah. Oh. Doch daneben geschlagen. Mit der Waffe. Auch eine Kunst. Bye. Das abzugraden kostet natürlich unfassbar viel Geld.
Und ich habe wahrscheinlich immer noch nicht genug Stärke. Der braucht 40. Ich habe fast 40 Stärke. Nee, habe ich nicht, ne? Wie viel habe ich denn? Ich habe... Oh, 28. Ja gut, aber ich kann ihn zumindest einhändig führen. Geile Waffe. Und schon ist er wieder weg. Das ist jetzt blöd. Wisst ihr, wie wir die Episode angefangen haben? Mit einer Armbrust, die wir nicht nutzen konnten. Wisst ihr, wie wir die Episode jetzt aufhören? Mit einem geilen Großbogen, den wir nicht nutzen können. Ich kann doch nicht mal... ich hätte vielleicht das Item nicht einsammeln dürfen. Weil ich hätte vorher noch den gelben Kristallgolem da hinten bezwingen müssen, damit ich Dusk befreien kann, weil sie eine Händlerin ist. Aber hey, aus dem Regen in die Traufe. Wir schauen, wie wir in der nächsten Episode dann weitermachen. Wahrscheinlich Schandstadt. Ne, das ist am sinnvollsten. Vielleicht irgendwie, weil es da viele Gegenstände gibt. An Bossen komme ich jetzt erstmal nicht mehr vorbei. Das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich würde mich sehr mit einem Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal in der Use What You Get Challenge hier in Dark Souls Remastered. Bye bye und macht's gut.